Aber tief im Inneren habe ich auch einen verletzlichen Kern. Ja. Oder ob sie uns halt einfach auf eine Kutsche setzen bei Game of Thrones, weißt du, mit zwei Pferden. Ich kann ja nicht mal mehr in Ruhe nackt durch die Spree schwimmen. Ja, ohne dass Wisse durchkommt. Ich war neulich bei meinen Eltern und da sagt meine Mutter zu mir, hallo. Das hat die früher nicht gemacht. Wie die Leute ankommen. Ja. Auf einmal! Mann, und trag doch dein verficktes Auto um die Kurve rum. Steig doch aus und schieb es, Mann! Machen hier keine. Was vom Festen, du, da ist doch rot gewesen. So, der ist auch gefahren. Ja, das mag ja sein, aber da war ja trotzdem rot. Alter Norman! So, ich würde mal sagen, 2 Minuten über der Zeit, das kann ich noch akzeptieren. Aber ich glaube, wenn ich mit dir so angucke, ich räume erstmal die Karre auf. Ach Mann, Leute, was soll ich euch sagen? Heute habe ich nämlich gesehen, mein Freund. Ich wollte mir gerade eine Seite zu lesen aufschlagen. Na, mein bester Freund. Hallo, komm rein. Gib mir mal die Hand. Hallo. Ey, wisst ihr, da habe ich gedacht, Mann, heute komme ich mal endlich dazu, wieder mal eine weitere Seite meines schönen Buches zu lesen, wo du ja das geile Hörbuch schon gehört hast, hier von dem Blackout. Ja. Und das Schöne bei diesem Buch ist ja, dass ja jedes Kapitel immer nur so 3 Seiten geht. Also da kannst du schön in Etappen hier lesen. Das ist für dich als Leseranfänger eigentlich perfekt. Total super, jetzt wo ich gerade das Alphabet kann. Und von daher habe ich gedacht, jetzt werde ich mir so ein Kapitelchen reinzerren. Kannst du vergessen, du bist einfach unberechenbar. Hallo Freunde! Na, ihr Süßis? Ja, wartet mit der Mütze, oder erkläre ich dir gleich? Hat 2 Gründe, werde ich dir aber gleich erklären. Obwohl, es gibt 3 Gründe, also aktuell gibt es 3 Gründe, warum ich die Mütze so trage. Mir fällt, glaube ich, sogar einer ein. Vielleicht darf ich auch in der Theorie streuen, denn... Ey, mich quatschen jetzt die Leute schon wegen Pokémon auf dem Treppenflur an. Ob du den hast zum Tauschen oder? Nee, so, na, hast du schon Pokémon gefangen und so? Ja, ich bin leider wieder raus aus dem Game. Ernsthaft? Soll ich jetzt extra spazieren gehen, um so eine Viecher da zu fangen? Da komme ich nicht so ins Rennen einfach. Das ist ja, du... Naja, pass auf, das Geile ist, ich muss ja nicht spazieren gehen, weil ich habe genau 2 Pokestops vor meinem Büro und dann sprechen wir uns immer ab, bis ich mir nicht gehört. Ja, ich boah. Ich schwöre, dass du davon ein Standbild machst. Ja, mach ich. Und du vielleicht noch ein bisschen groß retuschierst. Leute, ach, herzlich willkommen zu einer... Was denn jetzt schon wieder? Entschuldigung. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hübsche Söhne. Ich wurde mal wieder abgeholt. Ich meine, ich bin ja mittlerweile jetzt auch so, dass ich auch sage, hey, so ein Fahrdienst kann ich mir auch einfach ab und zu mal gönnen. Und da Norm, mein bester Freund, der wenig Ansprüche hat daran, lasse ich mir das auch manchmal einfach gefallen. Ist nicht schlecht, oder? Ja. Sag mal, wie bist du denn hergekommen heute? Mit Auto. Das heißt, wir fahren wieder nachher zurück hierher. Nee, müssen wir nicht zwingend. Nee, weil ich habe aktuell, bin jetzt quasi Kindertaxi. Mhm. Ich fahre jetzt früh immer das Kind zur Schule. Mhm. Und ist eigentlich geil, weil der Junge, der ist echt cool drauf. Der redet früh einfach nicht. Das ist total entspannt. Der ist wie Ecke. Der macht einfach so die Hand so auf die Mittelarmlinie. Und dann fragt er mich manchmal Sachen, was gerade im Radio läuft. Weil früh musste ich ihm erklären, was ein Motiv ist, also bei einem Täter. Ach so. Ja. Ey, sei, kann ich euch nur empfehlen. Legt euch einen Jungen zu als Kind. Die sind total entspannt und passen super zusammen. Ja, cool. Geil. Was könnte ich noch erzählen? Wo wir hinfahren heute? Ich habe überlegt, wir machen eine kleine Runde einfach durch die City und dann, ich würde vorschlagen, vielleicht mal eine Curry essen oder so. Bei Konopkes das einfach. Das ist ja auch so eine Sache, was sich ja die Leute auch immer fragen, ne? Also, wie das bei uns abläuft. Ob wir tatsächlich extra eine... Ach, komm. Ob wir nun uns extra... Was hast du denn schon wieder? Wenn die lief so cool. Na, lass da die Leute teilhaben. Weißt du, wie du läufst? Na ja, mit dem leichten Officer Henkebein, Alter. Officer Nöken. Nöken in de Köken. Wer weiß, was das heißt auf Deutsch, der soll es mal in die Kommentare schreiben. Der darf in die Kommentare schreiben, was Nöken in de Köken ist. Also, was ich gerade sagen wollte, ist, vielleicht können wir ja mal die Leute so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. Weißt du, ich meine, vielleicht kann man ja auch mal sagen, das ist jetzt die hübsche Söhne Making-of-Folge. Ja, neulich hat auch irgendeiner runtergeschrieben, was wir für eine Kamera benutzen. Dich wollte ich auch übrigens nochmal ganz herzlich grüßen. Wenn du nochmal bei uns in YouTube-Kommentare irgendeine Scheiße reinschreibst, ohne mal vorher zu sagen, hallo, mein Name ist XY und ihr seid total toll und ihr seht total gut aus und generell mag ich euch total gerne und dann würde ich jetzt noch gerne wissen, was ihr für eine Kamera benutzt. So, ey, nein, damit überhaupt kein Thema, aber der Typ hat einfach geschrieben, was habt ihr für eine Kamera? Wieso beleidigst du ihn denn jetzt? Ich habe ihn doch nicht beleidigt. Ja, doch, du hast gesagt, nein. So eine Scheiße reinschreiben. Naja, natürlich. Das ist doch Quatsch. Nee, damit diskriminiere ich einfach bitte, was er sagt, verstehst du? Also, wie findest du das, wenn bei dir einer rinkommt und sagt, guten Tag? Nee, Quatsch, hat er nicht mal jeden Tag gesagt. Ja, na pass auf, mir geht's ja um Folgendes. Also ich meine, gerade du als sehr empathischer Mensch müsstest das ja mittlerweile verstehen, dass, ich meine, wir sind ja jetzt ja nicht mehr hier. Hast du? Nee. Mann, du weißt doch, dass es bei mir ganz anders ging. Okay. Bei uns hat sich ja mittlerweile einiges geändert. Ich meine, wir sind ja jetzt ja nicht mehr einfach nur das lustige Unterhaltungsformat von nebenan. Wir sind ja mittlerweile eine etablierte Show im Internet mit sehr hohen Zugriffszahlen. Alter Schwede.
mal das Fenster. Ja, wenn du jetzt das Fenster aufmachst, was meinst du, wo der herkommt, der Stank? Na, nicht. Also, ja, bestimmt nicht aus dem Inneren des Autos, oder gehst du dann von außen, dass ich ein totes Wildschwein im Kofferraum liegen habe? Alter, echt krass. Na, ist ja, auf jeden Fall, vielleicht war der Junge einfach aufgeregt. So, und dann wusste er nicht so richtig, was er sagen sollte und alles. Und dann hat er halt. Trotzdem. Nee, trotzdem sage ich dann an dieser Stelle, wenn du aufgeregt gewesen bist oder sonst was, so, das macht man nicht. Ja, also ich persönlich lebe von Lob und Kompliment. Ich lebe von Anerkennung, Zuneigung und, wie sagt man, ich brauch das, weißt du? So, das ist ja nicht, die Leute denken ja mal, ich bin total selbstbewusst und mir ist alles egal und was die Leute von mir denken und so. Aber tief im Inneren habe ich auch einen verletzlichen Kern. Ja, aber ich würde ihn jetzt nicht so runter machen. Nee, also ich hätte mir schon gewünscht, dass irgendwie sowas kommt wie, ja, hi und, ich bin der und der und ich finde euch toll. Und mich würde mal interessieren, was ihr für eine Kamera habt. Aber er hat einfach nur runtergeschrieben, was habt ihr für eine Kamera? Naja, so ohne irgendwas. Vielleicht wusste er nicht so richtig, wie er. Jetzt mach mal hier, jetzt tu mal nicht auf Weltverständnis. Das nee, macht man nicht. Man geht ja auch nicht in den Laden drin und sagt, wo ist denn die Playstation-Spiele? Nee, du gehst zu Dussmann und fragst ordentlich. Und ja, dann sagte der Verkäufer erst, Entschuldigung. Das ist ja ein Kulturkauf. Ey, das ist ein Typ, Alter. Aber weißt du, was das Geile ist, wiederum, so eine Mitarbeiter brauchst du, weil der hat verstanden, um was es geht. Ja, genau, der hat das Prinzip direkt auch an dich weitergeleitet. Um einfach mal zu der Sache was zu sagen. Ja, willst du ihm nicht sagen, was wir für eine Technik hier haben? Ja, also, wir benutzen ein iPhone 6. Wobei ich aber mir auch vorstellen könnte, er hat ja unter die Folge geschrieben, die wir da in Pankow im Schlosspark gedreht haben. Achso, da haben wir eine Canon 600D benutzt mit einem Standardobjektiv, was ich echt nicht leiden kann, diese Teil, aber das ist eine andere Geschichte. Du, dieses Objektiv, Alter. Ja, das ist echt Scheißobjektiv. Also ich frage mich, warum die das dann mit in die Packung machen, wenn man kauft. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben nicht viel Technik und wir machen einfach das Beste draus. Und das ist eigentlich, finde ich, auch so, das ist, finde ich, so die Quintessenz aus allem. Nimm das, was du zur Verfügung hast und dann mach es einfach mit Liebe, genau, und der Rest fließt sowieso. Simpel, aber geil. Das ist unser Motto, schon seitdem wir 14 sind, glaube ich. Ja. Ja. So simpel wie möglich und so geil wie möglich. Genau, kreativ sein. Genau, und zum Schluss, die Leute finden es eh cool. So, wenn, was soll der Scheiß? Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Steven grüßen, der unsere Drehbücher ja immer schreibt. Steven, vielen Dank. Also Stevie Spielberg, du weißt. Ja, na klar. Ja, ja. Der Spielberg. Ja, wo sind denn die eigentlich jetzt für die nächste Staffel? Kommen die noch? Du, der hat die angefangen zu schreiben und dann sind die irgendwie den Machern von Pro7 in die Hand gekommen, wa? Nee, diese Haribo, die diese Game of Thrones machen, von Haribo. Ach so, oder HBO. Ja, meine ich doch, Haribo. Ah, HBO. Und die von Haribo haben jetzt diese Drehbücher gesehen und wir sind, also, ja, was soll ich sagen, mein Anrufbeantworter spielt verrückt. Die haben da irgendwie 3000 Mal aufgequatscht und ich verstehe ja so schlecht evangelisch. Mhm. Und haben dann da halt irgendwie angefangen, ja, und wir würden die Drehbücher gerne haben und wir hätten euch auch gerne mit drin genommen, aber mit dem Auto ist halt blöd und jetzt überlegen sie irgendwie so eine Kombinationsfolge zu machen aus Zurück in die Zukunft, wo ja ein Auto schon existiert, aber dann haben sie wieder diesen Fluxkompensator nicht richtig, oder ob sie uns halt einfach auf eine Kutsche setzen bei Game of Thrones, wisst ihr, mit zwei Pferde. Eine Kutsche? Ja, aber da habe ich dann halt gesagt so, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Butter bei die Fische, erstmal seid ihr jetzt auch nicht so eine Riesennummer hier, dass ihr so einfach bei mir meinen AB voll quatschen könnt. Ja. Zweitens kläre ich geschäftliche Dinge vorher immer erst mit dir ab. Ich habe noch nie irgendwas ohne dich gemacht. Kannst du sagen, klar, was du willst? Ey, weißt du, was mich halt eigentlich nur so wundert? Ist, ich dachte, hier Stevie, der ist, auf den kann man sich verlassen. Ich meine, du, der hat das nicht mit Absicht gemacht. Ach so. Der hat das nicht mit Absicht gemacht. Der hat das halt einfach nur irgendwie aus Versehen bei Facebook hochgeladen. Ach so. Und dann haben die das von Haribo Bio da gesehen halt, ne? So. Na gut, okay. Frag ich sag mal, jetzt auch mal nicht, wo die meine Nummer her haben. Ja, Google Plus, oder? Na gut, okay, kann vorkommen. Steffen, ist nicht schlimm. Ey, überhaupt kein Problem. Nächstes Mal halt, weißt du? So, und jetzt mit Game of Thrones, da werden wir uns dann nochmal, wenn die Kamera aus ist, besprechen. Ich kann mir aber nicht, ich wüsste halt jetzt nicht, wo man da auch die Kamera anbringen könnte. Auf der Kutsche? Ja. Naja, warte mal, wir könnten ja mal gucken, vielleicht aufs Pferd oder so, auf so einen Sattel oder so. Ja, aber wenn du das aufs Pferd machst, dann, so Pferde, dann wackelt das ganze, genau, ja, das wackelt rum, das ist laut, dann hörst du deine Stimme nicht. Dann, weißt du, so, das ist einfach anstrengend. Und von daher, ich persönlich würde auch sagen, dass wir das auch ja nicht brauchen. Nee. Alter, hier wird hundertprozentig, also hier kommen jetzt gerade 75 Fahrradfahrer an die Fahren. Irgendeiner muss es doch schaffen, meinen Spiegel abzufahren. Also die beste laut Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, aber die sind hier voll Profis in Berlin. Naja, sagt ihr das? Berlin ist eine Fahrradfahrerstadt geworden mittlerweile. Ja. Also gehen wir auf Thorns weg. Ich denke, ja, guck mal, was machen. Ich weiß auch nicht. Also nee. Vielleicht können wir ja mal, wisst ihr, die bei uns mal andersrum so mitmachen, dass dieser John Schnee... Das setzt sich mitfährt. Hier mal mit drin, wa? Ja, ist okay. Johnny, du weißt Bescheid. So, ist kein Problem. Aber ey, lass uns mal weg von diesem ganzen Klimbim. Das ist ja alles Kinderquatsche. Ne, wir brauchen auch diesen Klimbim nicht. Also dieses... Nee.
diesen Glamour-Faktor, den alle irgendwie brauchen und sich dann auch irgendwie wohlfühlen müssen in dieser High-Society-Szene und so. Du, also ich brauche es nicht. Du bist mir auch High-Society genug. Ja, deswegen, ich sage ja, du bist mein Fahrdienstleister. Ja, also so. Irgendwie. Und, ach, wisst ihr, das Wichtige ist ja einfach, wie ich es vorhin meinte, so, das kommt vom Herzen, wir beide kommen von der Straße und diese herzgestellte Scheiße, das braucht man eigentlich nicht. Nee, und ganz ehrlich, ich meine, das ist ja schon so mittlerweile so weit, ich kann ja nicht mal mehr in Ruhe nackt durch die Spree schwimmen. Ja, ohne dass Wässer Polizei kommt. Ich war neulich bei meinen Eltern und da sagt meine Mutter zu mir, hallo. Das hat die früher nicht gemacht. Wie die Leute ankommen. Ja. Auf einmal. Ja. Jetzt. Weißt du, jetzt, wo du 220 YouTube-Abos oder irgendwas hast. Jetzt. Da kommt sie an. Wenn du ganz oben angekommen bist. Wenn du ganz oben bist. Da kommt sie an, weißt du. Oder dein Vater. Hier, mein Vater kam an. Hey, möchtest du ein Bier trinken? Ja. Ey, aber ich habe gesagt, weißt du was, Vater, Alter? Ganz ehrlich, so brauchst du mir ja nicht kommen. Das ist unfassbar. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich finde es auch auf weiten Strecken einfach völlig konzeptlos von den anderen. Ja, das ist einfach so. Man merkt es ja auch dann sofort, dass die Leute was von einem wollen. So kommt ja nicht mehr irgendjemand an, so, wisst ihr? Hat ja auch nicht mal mit Freundschaft zu tun. Da geht es ja nur noch darum, dass die Leute vielleicht irgendwas von uns haben. Aufheben. Oho, sie sind doch der Sohn von. Damit, wisst ihr, damit sie beim Edeka an die Quatsch, wenn beim Einkaufen gehen. Mutter vor mir und sagt, ja, du bist doch aber mein Sohn. Ja. Da frage ich sie mal. Jetzt auf jeden Fall. Hab ich mir das ausgesucht? Jetzt auf jeden Fall. Da ist sie dann wieder nett zu mir. Und früher war sie immer, wisst ihr, früher, ne? Hier sonntags um 14 Uhr kommt sie mit dem Staubsauger. Ey, ich wollte ausschlafen, ja. Alter. Ja, schön, da immer. So eine Nummer. Ja, ja. Und dann mit 18, 19, 20 aus der Wohnung rausschmeißen. Ja, und dann noch vielleicht noch so großkotzig noch 1.000 Euro IKEA-Einrichtungsgutschein dazu packen. Und dann hier, guck mal, wie du jetzt klarkommst im Leben. Und vor allen Dingen, wie du deine Wäsche waschst. Und dann stehst du auf immer da eine Kaufhalle und liest dir durch, wie man eine Pizza zubereitet im Ofen. Das finde ich eine hodenlose Frechheit. Absolut. Ohne Scheiß. Absolut. Oder bodenlos. Denn wenn du dann aufgestanden bist, mal um 15 Uhr am Sonntag, ne, dann die Sprüche so, oh, King Krösus ist endlich mal aufgestanden. Der Beatung. Feine Herr. Ja, schön, komm ich auch mal zum Frühstück. Ey. Und jetzt aber freundlich machen. Naja, ich fange ja nicht bei mir zu Hause an, was da los ist. Also mein Vater, der läuft da jetzt draußen nur noch mit Hemd rum. Also auch nicht mehr mit T-Shirt und so, nur noch Hemd, schwarze Sonnenbrille und so weiter. Weil er dein Vater ist. Macht so ein bisschen ähnlich auf Promi, weißt du? Ich finde das einfach, das ist weder nett, noch cool, noch irgendwie. Ich finde das, wie soll ich denn sagen? So, das, ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede. Weil naja, natürlich, weil du hast jetzt halt auch ein Publikum, was das, was du sagst, aufnimmt und verarbeitet. Ja? Wir steuern gerade eine ganze Generation von Jugendlichen, die so über 28 sind, die an das glauben, was wir predigen. Deswegen so. Ich meine, da müssen wir einfach auch aufpassen, was wir sagen. So. Ich meine, von daher, die sind alle noch nicht erwachsen. Ich meine, was machen die in ihrer Freizeit? Steuererklärung, Frührentenbescheide und all so eine Geschichte. Weißt du, sowas machen die halt in ihrer Freizeit, irgendwie, um sich da zu belustigen. Und wenn wir da jetzt, dann müssen wir einfach aufgucken, dass wir die nicht auf die falsche Bahn bringen. Guck mal, der ist aber jetzt sauer. Ja, DC10. Was soll denn das jetzt, Alter? Was hast du denn? Aber ey, wirklich mit deinem Cabrio, ohne Scheiß. Man kann deinen Penis von hinten erkennen. So toll ist dein Cabrio. Das verstehe ich überhaupt nicht. So toll ist dein Cabrio. Er sieht, dass die Autos auf der Kreuzung stehen. Er sieht es. Und dann kommt der noch angefahren und macht einen Brenner, Alter. Was ist denn los mit ihm, aber Alter? Aber das Geilste, ich meine, ey, erstmal Respekt an dein Cabrio. Weil man kann deinen Penis bis hier vorne erkennen. Ja, wirklich, wow. Weil er so hervorstrahlt. Cabrio, kriegst du, ihr braucht für 6.000 total Euro. Prima. Und das Schlimme ist aber, dass seine äußerst attraktive junge Freundin daneben sitzt und sich denkt, ach, Scheiße. Ganz ehrlich, ich sehe sie gerade hier durch den Rückspiegel und ich mich erinnere, kannst du dich noch, vor 10 Minuten haben wir uns über Pferde bei Game of Thrones unterhalten. Dann können wir die auch davor schnallen. Alter. Ach komm, aber naja, soll ich jetzt rechts in die Torstraße biegen? Nee, fahr mal weiter geradeaus. Okay. Wir können ja noch ein paar Runden drin. Ja, verwirr mich ruhig. Ist in Ordnung. Ich dachte, gleich mal die Stadt ohne Navi kennen. Ja, du bist bei mir sicher. So, um auf das Thema kurz mal zurückzukommen. Making Off und so weiter. Vergessen wir jetzt mal diesen ganzen Trubel um den Fame und so weiter. Das Making Off hinter den Kulissen. Also wir benutzen halt einen aktuellen iPhone 6. Was ist denn jetzt? Mal kurz Schnitt. Wir haben hier unten ist eine Unterlage, irgendwas ist eine CD-Case, ja, irgendwas. CD-Cover-Ding, CD-Tasche. Ja. Dann haben wir da so einen Billo-Saugnupf. Genau. Nupfel. Und dann hängt der da dran. Und du, mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Das war. Ja. Das Schöne ist ja, dass in so einem Auto die Akustik super ist. Und was ich ja sehr oft gefragt werde oder mir unterstellt wird, ist ja, dass wir uns quasi. Also die Leute fragen halt immer so: Ja, sag mal, wo seid ihr denn da immer unterwegs? Wo fahrt ihr denn da hin? Und trifft ihr euch dann da extra und skriptet ihr das dann durch? Und
fragen, woher wisst ihr denn, worüber ihr redet in euren Folgen? Und diese Frage, und so. Die Frage hatte ich eben gerade im Büro. Da denkst du, genau. Und was habt ihr euch heute zurechtgelegt zum Sprechen? Ich so, ja nicht. Genau, erklärt mal bitte den Leuten, dass das ja nämlich ja nicht so ist. Sagt das den Leuten. Was soll ich sagen? Ist nicht so. Nee, also es ist halt einfach, es ist tatsächlich so, dass es passiert ja im realen Leben einfach genug, über was man sich unterhalten kann. So. Genau. Und da wir im Auto immer sehr viel reden und quatschen, nutzen wir einfach die Zeit, die wir im Auto haben, um einfach miteinander zu sprechen. Mann, und trag doch dein verficktes Auto um die Kurve rum. Steig doch aus und schieb es, Mann. War nicht die richtige Farbe dabei, oder was? Meine Fresse. Na, ist egal. Fakt ist auf jeden Fall, es passiert ja um uns rum, wo man einfach drüber reden kann, in Ruhe, ohne irgendwie sauer zu werden. Ohne Stress. Da es ja auch so ist, dass wir jetzt durch unsere Arbeit auch sehr viel eingebunden sind. Ich meine, die ganzen Pressetermine, die Flüge nach New York und Visa. Wir sehen uns ja auch nicht mehr oft. Nee, ich kann ja auch zum Beispiel mit Steven schwer telefonieren wegen der Zeitverschiebung. So. Das ist auch anstrengend. Da bist du lange wach, naja. Und jetzt hier, wo die mich gebucht haben für L'Oreal als Haarmodel, bleibt halt auch nicht viel Zeit. Übrigens eine Sache, ja, egaler Move, oder? Ich beneide dich ein bisschen darum. Ich meine, wir haben ja vorher gesagt, wir machen A, keine Werbedeals und B, vor allen Dingen nicht getrennt. Und deshalb finde ich es total super, dass du da jetzt diesen Job bekommen hast. Also ich wünsche da für dich. Ich meine, ich wollte schon immer Haarmodel für Sarah Jessica Parker sein. Du, ganz ehrlich, ich habe so fest an diesen Traum geglaubt, dass das wahr geworden ist. Nee, das hast du dir auch verdient. Das hast du auch alleine geschafft. Finde ich super. Ja, finde ich top. Also da gratuliere ich dir nochmal übrigens zu. Danke, Mann. Das ist wirklich geil. Also macht mich auch wirklich vom Herzen her irgendwie glücklich, muss ich sagen. Macht mich auch stolz. Also muss ich auch wirklich sagen. Das Ding ist auf jeden Fall, ihr Leute, ihr müsst einfach da draußen mal verstehen, dass das, was ihr hier seht, einfach Real Talk ist. Das ist einfach so, wie das ist. Das ist von der Straße für die Straße. Mann, Alter, ist hier mit deinem Auto, das fällt komplett auseinander, ey. Ja, Entschuldigung, das ist hier nicht Baujahr 2078, fahr mal Alter. Links rum. Kannst du nicht mal irgendwie gucken, dass du dir mal 5 Euro im Monat mal weglegst, dass du dir mal ein neues Auto... Jetzt ist mir ja langsam auch peinlich. Ich muss hier in so einer Gurke durch die Gegend fahren. Ich fühle mich halt auch einfach... Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich bei dem Potenzial, weil diese Sendung hier aufzeigt, ja, und diese Menschen, diese Massen an Menschen, die wir erreichen mit dieser Show, glaubst du wohl nicht, dass ich mir ein Auto kaufe? Also ich gucke eigentlich nur noch jeden Tag in mein Postfach, bis vom BMW endlich die Mail kommt. Ich meine, ihr macht doch hier diese sparsam fahren Scheiße mit und jetzt hier das Jugendprogramm und so weiter. Mercedes, ihr doch auch. Ihr habt doch jetzt auch angefangen, die jüngeren Zielgruppen abzusteppen. Ich folge euch doch auf Instagram. Ich sehe doch, dass ihr da jetzt so eine Hipster-Mädels vor eurem Mercedes das erstellt. Ganz ehrlich, kaufe ich mir doch jetzt kein Auto. Maximal noch ein halbes Jahr. Und dann kommt hier dieses Sponsoring-Logo vor jeder Sendung und dann ist gut. Oder soll ich mir jetzt hier nochmal so eine Büchse holen? Ja, eigentlich hast du recht. Ja. Tut mir voll, also der hat doch, der gibt dir, er gibt dir recht. Der ist einfach, pass mal auf. Liebe deutschen Autohersteller, ihr müsst halt auch mal eine Sache verstehen. Social Media und diese ganze mit dem nah am Endkunden sein, ja? Ihr könnt nicht darauf warten, dass wir zu euch kommen. Ihr müsst doch mal ein bisschen rausgehen und euch mal ein bisschen hier die Welt angucken. Jungs, was ist denn los mit euch? Ich meine, ihr seht das doch. Glaubt ihr, dass ihr die Leute im Anzug kennenlernt? Ihr müsst auf die Straße kommen. Das ist nur einmal jetzt passiert, dass Norm so was geäußert hat. Das wird nicht nochmal passieren. Also ihr könnt jetzt überlegen, okay, wollen wir jetzt hier irgendwie mal Massen erreichen? Wollen wir jetzt hier mal irgendwie 200 neue potenzielle Kunden erreichen? Oder wollen wir nicht? So, also ich würde jetzt an eurer Stelle würde ich mal ganz schnell mal ein Meeting einberufen. Jetzt bleib mal links. Überlegen. Fahr mal links. Ich bleibe hier links? Ja, fahr mal hier links rum. Also okay. Macht mal ganz schnell da mal was klar. Ja. So. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir mit dem Auto fahren. Ach, das könnte halt sein, dass wir vielleicht mal ein Bild bei Instagram hochladen. Echt? Maximal, vom so. Türgriff. Weil ich meine, wir bleiben ja trotzdem real. Wir bleiben auch auf der Straße. Von der Straße für die Straße. Das sollte doch unser neues Motto sein. Nicht mehr zwei beste Freunde unterwegs, sondern von der Straße für die Straße. Jedenfalls, Leute, passt auf, wir verquatschen uns schon wieder. Das Ding ist halt einfach, ihr müsst eins wissen. Erstens, wir machen hier keine... Was vom Fersten, du, da ist doch rot gewesen. Wieso, der ist auch gefahren. Ja, das mag ja sein, aber da war ja trotzdem rot. Alter, Norman. Da war nicht rot. Da war rot, nein. Alter. Es war links Abbieger Spur rot. Die Leute, die geradeaus und rechts hatten, rot. Aber ich hatte grün. Ich hab doch die Ampel gesehen, wie die umgeschaltet hat. Aber ich hab doch den Linksabbieger frei gesehen. Der war rot. Ist ja egal. Ich lebe noch, zum Glück. Mann, aber das war jetzt ja schon wieder... Straße. Ja, egal. Ich bin noch nicht gerade bei rot gefahren. Weißt du, was das bedeutet? Dass du mich gerade bei der Polizei angeschissen hast? Ja, vielleicht du 31er, Alter. Ja? Oder 33er oder wie das heißt. Vielleicht hab ich mich ja auch geirrt. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir uns doch alle geirrt, mein Freund. So zeig ich hier mal kurz vielleicht, an. Vielleicht bin ich ja nicht dein bester... Vielleicht hast du dich auch geirrt. Vielleicht bin ich gar nicht dein Freund. Vielleicht bin ich Manuel Neuer. Das ist klar, Alter. Vielleicht bin ich deine Mutter. Mal geklärt. Hier ist keiner bei Rot gefahren. Also, Leute da draußen, passt auf. Erstens, wir machen das so, wie wir es machen, weil wir es so machen, wie wir es machen.
Richtig. Zweitens, du fährst jetzt gerade, nee, du fährst rechts. Drittens, Social Media ist ein geiler Scheiß. Natürlich. Und wir haben verstanden, wie der Game läuft. Na, absolut. Also, bei uns ist nichts gescriptet. Da muss ich euch leider enttäuschen, weil so viel Zeit haben wir A nicht und B auch sind wir ja nicht so kreativ, uns vorher irgendwas auszudenken. Bisher war eigentlich alles auch scheiße, was wir uns ausgedacht haben. Das ist total krass, weil wir haben ja schon mal kurz den Drive gehabt. Denken wir uns immer mal cooles aus und machen wir mal Chicket für euch. Ist nur Rotze geworden. Das ist ja komplett fake. Es gibt tonnenweise Filmrollen, die landen im Müll, weil das alles scheiße ist. Und von daher kann ich euch sagen, man braucht wirklich nichts weiter als ein iPhone 6. Liebe. Und einen besten Freund. Ganz wichtige Nummer. Und ein Auto. Und ein Auto. So. Ja, ey. Und wenn man dann halt auch noch gut aussieht, dann ist das völlig irrelevant, weil das hat uns auch nie geholfen. Na, mir schon. Also für mich ist das schon so eine Art, also ich habe schon das Gefühl, dass ich allein durch mein Aussehen und durch meine Art und Weise, wie ich halt so bin, schon teilweise die Fans halt auch halte und anziehe. Ja, ja, okay. Gut, ich würde vorschlagen, reicht. Wir verabschieden uns für diese Woche. Vielleicht kannst du nächste Woche den Leuten mal erklären, was das mit der Frisur soll. Und, stimmt, das wollte ich gerne. Ja, das ist der fiese Cliffhanger, den wir jetzt eingebaut haben. Nächste Woche erkläre ich euch das mit meiner Frisur. Natürlich. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Hübsche Söhne. Geil, dass du mit eingestiegen bist, Alter. Und das war die beste, geilste Verabschiedung, die ich jemals gemacht habe. Ja, aber Alter, warte, jetzt hab ich mich echt erschrocken, Alter. Ich hab so ein bisschen gezuckt. Das sind mit den hübschen Söhnen zum Schluss. Wir müssen synchron machen. Was denn für hübschen Söhne? Ich hab gesagt, wir sind die hübschen Söhne und da musst du so mitmachen. Aber ich hab ja nicht mitgemacht. Hübsche Söhne, genau, weil du mich was hängen lassen. Ach so, weil ich Kackstift. Kackstift? Hast du mich gerade Kackstift gemacht? Ja. So. Stift finde ich ein scheiß Ausdruck. Du hast mich Arschloch erinnert. Ich finde, dass es dann schon grob hier langsam wird. Also so richtig kinderfreundlich ist nicht mehr. Und bald, mein Freund, wirst du die Sendung so weit haben, dass die unter 25-Jährigen abschalten müssen. Und was bleibt denn dann übrig? Die waren alle. Alle. Wir haben einfach keine jugendlichen Fans. Richtig. Naja. Mach was. Würde ich vorschlagen. Ja.